Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch heute ein paar Tipps geben zum Thema, wie kann ich mich denn selbst mehr lieben lernen, wie kann ich ein bisschen mehr Selbstwert bekommen und mein Leben so glücklicher gestalten. Und dazu würde ich euch gerne ein paar Übungen bzw. ein paar Texte aus meinen beiden Büchern, die seit dem 24. Februar im Handel sind, vorlesen. Und zwar ist es einmal hier mein Happy Vibes Wochenplaner für ein erfüllteres und glücklicheres Leben. Das ist ein Wochenplaner, wo aber auch so inspirierende Impulse dabei sind und kleine Übungen, wie ihr euer Leben ein bisschen glücklicher gestalten könnt. Und da gibt es eben auch eine oder mehrere Impulse zum Thema Selbstwert. Und ich wollte euch gerne mal hier einen Impuls der Woche vorlesen. Und zwar zum Thema eben Selbstwert. So wie du dich selbst behandelst, werden dich auch andere behandeln. Und so wie du mit dir selbst sprichst, werden auch andere mit dir sprechen. Vor allem du selbst solltest aber deinen eigenen Wert kennen und dich gut behandeln. Du hast nur diesen einen Körper und dieses eine Leben. Verschwende es nicht damit, dir selbst Leid zuzufügen. Denn du bist der einzige Mensch, von dem du sicher weißt, dass du den Rest deines Lebens mit ihm verbringen wirst. Es ist wichtig für ein gesundes und glückliches Leben, nicht nur die anderen, sondern vor allem auch sich selbst zu loben. Bist du dir selbst überhaupt eine gute Gesellschaft? Hast du dich das überhaupt schon einmal gefragt? Und hast du dich heute schon gelobt und hast du dir heute schon gesagt, dass du stolz auf dich bist? Und gerade wenn es uns nicht gut geht, ist es ganz entscheidend, dass wir eben liebevoll und verständnisvoll mit uns selbst umgehen. Und zu diesem Impuls der Woche gibt es eben noch eine Aufgabe, die kannst du ja vielleicht auch mal für dich ausprobieren. Und zwar nimm dir doch einmal Zeit, dir deiner Erfolge bewusst zu werden und auch so kleine Errungenschaften wertzuschätzen, denn oftmals übersehen wir diese im Alltag und du kannst dir ja vielleicht mal so eine kleine Liste machen und mindestens 5 Dinge notieren, auf die du stolz bist, die du bereits geschafft hast, und dann im Anschluss kannst du dich vielleicht so ein bisschen dafür belohnen, indem du dich zum Beispiel auf einen Kaffee oder ein Stück Kuchen einlädst. Genau, also das wäre so ein Impuls, den du vielleicht mal für dich ausprobieren kannst aus dem Buch Happy Vibes, der Wochenplaner. Und dann habe ich noch ein zweites Buch geschrieben zum Thema glücklicher Leben. Und zwar ist das der Happiness Coach, Finde dein Glück in 5 Lebensbereichen. Und da möchte ich euch gerne so eine Happiness Challenge vorstellen, beziehungsweise eine Selbstliebe Challenge. Die findet ihr hier auf der Seite 16 und 17. Da geht es eben darum, dass man 30 Tage lang Dinge tut, die einem selbst gut tun, die einen glücklicher machen und die eben mehr Selbstliebe in das eigene Leben bringen. Ich werde euch gleich hier im Video mal ein Foto posten, dann könnt ihr euch das hier aufschreiben, könnt die Selbstliebe-Challenge vielleicht für euch machen. Ansonsten poste ich die auch unter das Video, also in den Shownotes findet ihr die auch. Und ich finde, das ist eine super schöne Möglichkeit, um einfach mehr Glück und Selbstliebe in den Alltag zu bringen. Und ich lese hier auch nochmal ein Stück Text vor aus dem Buch. Und zwar, viele Menschen tun sich schwer damit, sich wirklich und aufrichtig selbst zu lieben. Und dabei steht und fällt einfach ein erfolgreiches und glückliches Leben oft mit unserer Fähigkeit, uns selbst zu lieben und einfach auch Fehler und Schwächen annehmen zu können. Und im Leben geht es vor allem darum, sich selbst Gutes zu tun, und das kannst du eben mit dieser 30-Tage-Challenge für dich mal ausprobieren. Da gibt es eben ganz viele Ideen dazu. Und also ich würde mich super freuen, wenn du da Lust drauf hast. Und wie gesagt, in den beiden Büchern gibt es auch noch ganz viele weiteren Input zum Thema Selbstwert. Und wenn du Lust drauf hast, ein bisschen glücklicher zu werden, dann schau sie dir sehr, sehr gerne mal an.